Hallo, hier ist Katharina Volk von der Hundeschule Clever & Smart in München. Ich zeige euch heute eine Variation der Bodentargets, das ihr nicht zu Hause vergessen könnt, nämlich den Fußtouch. Das heißt, das Target ist nicht ein Stückchen Filz oder was auch immer ihr sonst verwendet, sondern euer eigener Fuß. Ich zeige euch, wie ihr das aufbaut und gerade am Anfang sage ich euch lange Hosen, feste Schuhe. Das könnt ihr im Alltag gebrauchen, um den Hund zum Beispiel zu euch umzulenken, wenn das ein Trick ist, den er sehr gerne macht. Gerade für kleine Hunde ist es praktisch als Alternative zum Handtouch, weil dann muss ich nicht so weit runter, sondern brauche nur den Fuß auszustrecken. Das ist ein ganz, viele Hunde mögen das unheimlich gerne, es macht denen Spaß. Am besten noch mit beiden Pfoten auf dem Schuh stehen. Das ist ein ganz tolles Alternativverhalten, auch für Begegnungen, für Situationen, wo ich mal nicht ausweichen kann. Ich habe den Hund bei mir, er tut was, was ihm Spaß macht. Voraussetzung für das Fußtarget ist, dass euer Hund entweder Pfötchen auf Signal beherrscht, das Pfötchen geben kann in die Hand, oder ein anderes Target wie zum Beispiel Post-it Notes, kleine gelbe Klebezettel, dass er das zuverlässig mit der Pfote berühren kann. Dann präsentierst du ihm, wenn du es mit der Hand machst, erst die Hand und sagst Pfötchen und hältst die Hand immer weiter in Richtung deines Schuhs. Genauso bei den gelben Klebezetteln. Erst kommt der ganze Klebezettel vor den Fuß, dann wandert er auf den Schuh und dann wird er langsam immer kleiner. Ja, ist der.